Er galt als Favorit und musste gehen. Marc Keller hat sich bei Let's Dance verletzt, wie schon andere Promi-Tänzer vor ihm. Marc Keller muss seine Let's Dance-Reise aus gesundheitlichen Gründen beenden. Eine Verletzung an der Achillessehne zwingt Marc dazu, aufzuhören, weil ein kompletter Riss droht, hieß es am 7.5. auf dem offiziellen Instagram-Kanal der RTL-Tanzshow. Auch für den am Kurzdarmsyndrom erkrankten Toni Bauer, 28, kam zuvor das aus. Ich muss einfach auf meinen Körper hören. Ich hätte gerne weitergemacht. Seinen Magic-Moment tanzte er noch, außer Konkurrenz, und rührte damit nicht nur den sonst so strengen Joachim Jambi, 59, zu Tränen. Nach Bauers Auftritt umarmte er den Comedian und verlieh ihm symbolisch 10 Punkte. Du hast von mir nicht einmal 10 Punkte gekriegt, heute kriegst du sie, so Jambi und übergab Bauer ein Trikot ihres Lieblingsvereins MSV Duisburg mit der Rückennummer 10. So bitter die Entscheidung für Marc Keller, 59, und Bauer ist, sie reihen sich eine in eine Reihe von Let's Dance Promis, die frühzeitig aussteigen mussten. Für viele Promis war schon früher Schluss bei Let's Dance in der ersten Staffel. Let's Dance war für Heide Simonis, 80, nach Folge 5 Schluss. Sie erlitt einen Kreislaufkollaps, der infolge der körperlichen Belastung und vor allem des medialen Drucks eines bestimmten Mediums zustande kam, erklärte Simonis damals auf ihrer Homepage. In Staffel 3 warf Boxer Arthur Abraham, 44, nach Folge 1 freiwillig das Handtuch. Oder hat Jambis Spruch nachgeholfen? Wenn sie so boxen würden, wie sie hier getanzt haben, dann würden sie in der ersten Runde ein K.O. kriegen, urteilte der Juror. Abraham wollte sich auf seinen Sport konzentrieren. Ich denke nur an den Kampf, nicht an Let's Dance. Hiltrud Hillu-Schwedje, 75, eine Ex-Frau von Gerhard Schröder, 80, kam nur eine Folge weiter als Abraham. Erst brach sie sich die Hand, dann kamen Schmerzen am Knie dazu. Es ist ein Drama. Die Verletzungen durch den Sturz sind so gravierend, dass ich an der linken Hand einen Gips und am rechten Kniegelenk eine Knieschiene tragen muss. So kann ich nicht tanzen, aus nach Show 2. In Staffel 4 erwischte es Christina Bach, 62. Bei den Proben zur 5. Show erlitt die Sängerin einen schweren Bandscheibenvorfall und bekam striktes Tanzverbot. In Staffel 5 schied Gitte Henning, 77, nach dem Tod ihrer Schwester aus. Zunächst wollte sie nur in der 4. Live-Show pausieren, entschied sich aber um, wie sie Bunte erklärte. Nein, das kann ich und will ich nicht. Meine Familie braucht mich jetzt, und ich brauche Zeit, um diesen großen Schmerz zu verarbeiten.